Ja, kann Vitamin D3 bei Viren helfen, beziehungsweise bei Covid-2? Ja, hallo meine Lieben. Man hört ja immer wieder, dass Vitamin D3 bei Covid, beziehungsweise bei Viren helfen könnte. Und übrigens mal, hallo, schön, dass du hier mit dabei bist. Und jetzt einfach auch mal ganz, ganz herzliche Grüße nach Wien und natürlich auch überall woanders hin. Ja, das ist hier die Frage. Kann Vitamin D3 da etwas ausrichten? Das schauen wir uns gleich einmal an, doch vorher natürlich, wie du weißt, wie immer, das Intro. Ja, das Intro heute mal ein bisschen anders. So, da bin ich wieder, euer Gio von Gio Leben TV, bewusst gesund bei Gio. Die Brille noch schnell richten. Eines gleich mal vorweg. Ein kleiner Disclaimer. Ich stelle hier keine Behauptungen auf. Es ist nicht die ultimative, absolute Wahrheit und versuche es auch nicht durch zig Tausenden von Studien zu untermauern. Ich spreche darüber, was ich erfahren habe, was mir dann plausibel und schlüssig erscheint und was ich dann auch für mich so anwende und vor allem auch die Erfahrungen, die ich damit mache. Die Entscheidung, Vitamin D3 einzunehmen, darf dann grundsätzlich ein jeder für sich selbst und sollte ein jeder für sich selbst treffen. Doch kommen wir eben auch jetzt mal zu Vitamin D3 und jetzt komme ich doch vorweg noch eine Studie zu zitieren, ganz ohne geht es halt auch nicht. Irgendwo habe ich ja Informationen her, wo ich eben dann auch meine Erfahrungen daraus ableiten kann. Also ein kleiner Auszug. Eine Publikation des führenden amerikanischen Vitamin D-Forschers Michael Holick fasst im September 2020 die zahlreichen Einzelstudien mit geringeren Fallzahlen eindrucksvoll in einer eigenen Auswertung mit nahezu 200.000 Teilnehmern zusammen. Die SARS-CoV-2-positiven Rate aller Probanden betrug 9,3% und der mittlere saisonbereinigte Vitamin D-Spiegel lag bei 31,7 Nanogramm pro Milliliter. Die positiven Rate war bei 39.190 Patienten mit mangelhaften Vitamin D-Werten, also unter 20 Nanogramm pro Milliliter, mit 12,5% um das Doppelte höher, also bei den 12.321 Patienten mit Werten über 55 Nanogramm pro Milliliter. In der Gruppe der Personen mit Vitamin D-Spiegeln von mehr als 55 Nanogramm pro Milliliter wurden nur 5,9% positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Die Studienautoren ziehen folgenden Schluss aus ihren Untersuchungen. Die SARS-CoV-2-Positivität ist stark und umgekehrt mit den zirkulierenden Vitamin D-Spiegeln verbunden. Ja, meine Lieben, was nichts anderes bedeutet, dass hier Vitamin D3 einen starken Einfluss, und zwar einen positiven Einfluss auf Covid-2 nicht Infektion hat, also wesentlich weniger Infektionen bzw. eben nachgewiesene positive Tests, wenn man einen ausgiebigen Vitamin D3-Spiegel hat. Ja, das war es dann aber auch schon wieder mit dem Zitieren von Studien. Ich bin ja sowieso der Meinung, dass ich das, was ich für meine Gesundheit mache, nicht unbedingt von Studien abhängig sein sollte. Ich bewege mich gern, ich betreibe Sport, wie wir wissen. Ich ernähre mich auch meistens gesund, so wie seit 4 Monaten wieder sehr gesund. Und ich schaue auch auf meine Psyche. Ich tue auch hier einiges dafür, dass es mir psychisch und seelisch gut geht und der Stresspegel so weit wie möglich unten bleibt, weil der ist es schlussendlich, der das Ganze auslöst, der Stresspegel. Gut, die Frage ist nun, warum hilft Vitamin D3? Ist es einfach mal so? Oder kann man das eben auch nachvollziehen? Weiß man das auch, was sich da eben biochemisch im Körper eben auch abspielt? Die meisten Menschen verbinden ja Vitamin D3 meist mit den Knochen eben zu Recht, also eben dem Knochenstoffwechsel, und damit verbunden ist eben Kalzium, der Kalziumhaushalt. Doch Vitamin D3 kann eben einfach auch viel, viel mehr.
Es ist vor allem eines der potentesten immunstimulierenden und eben entzündungshemmenden und dein Körper damit schützenden Vitamine, die uns zur Verfügung stehen. Mit immunstimulierend und entzündungshemmend ist ja eigentlich schon ziemlich alles gesagt, könnte man wieder aufhören, aber ist trotzdem immer noch nicht ganz nachvollziehbar, warum immunstimulierend, warum entzündungshemmend. Das erfahren wir jetzt. Ja, ein kleiner Auszug davon. Vitamin D hat eben auf nahezu allen Geweben, besonders aber auch auf natürliche Killerzellen und anderen Immunzellen ganz, ganz spezifische Vitamin D-Rezeptoren und kann eben so das Immunsystem modulieren. Eben das mit den Rezeptoren auf den Zellen im Gewebe, das kennen wir auch vom CBD-Öl. Und wenn hier einfach viele Rezeptoren sind, ja, man könnte diese Rezeptoren ja auch als Schlüsselöffner für die Zellen bezeichnen, Schlüsseltüröffner für die Zellen bezeichnen. Das bedeutet dann, dass eben die notwendigen Botenstoffe hier eben in die Zelle auch hinein können, weil sonst kommt ja da alles hinein. Es müssen eben immer die richtigen Botenstoffe eben den richtigen Schlüssel haben, um in die Zelle hineinzukommen. Und so gibt es eben auch hier Vitamin D-Rezeptoren und da kann eben dann Vitamin D3 andocken und eben hier ausbalancieren, hier modulieren und hier das bewirken, was eben dann gesundheitsfördernd ist. Und ein ausbalancierter, modulierter Organismus bedeutet halt einfach auch mal in erster Linie Gesundheit, meine Lieben. Ja, in weiterer Folge bewirkt eben Vitamin D3 die Reduzierung der Bildung von den sogenannten Zytokinen, ja, und NF-Kappa-B, einem Faktor, der eben zelldestruktive Radikalbildungen fördert. Ja, Vitamin D3 bewirkt die Reduzierung dieser Zytokine. Und Zytokine sind eben entzündungsfördernde Stoffe, die am Lungenversagen bei Corona-Infektionen eben auch wesentlich beteiligt sind. Ja, deswegen auch hier diese schwerwiegenden Lungenprobleme. Entzündungshemmende Zytokine, die gibt es auch, also Zytokine, die hemmend einwirken, wie eben IL-4 und IL-8 sowie eben TGF-Beta-1 werden durch Vitamin D eben aktiviert. Ja. Das mit den Zytokinen und den sogenannten Zytokinstürmen, also wenn das Ganze zu viel wird, durcheinander gerät, hatten wir ja beim Video. 4 Ursachen, die schwere Covid-Verläufe begünstigen. Wer das noch nicht gesehen hat, der schaut sich das einfach an. Ja, was kann Vitamin D3 noch? Es aktiviert zum Beispiel die Makrophagen, also eben die Fresszellen unseres Immunsystems, die eben dann den Viren an den Kragen gehen und das geschieht eben durch die Freisetzung von Sauerstoff und eben Stickstoffradikalen. Ja, Vitamin D3 aktiviert auch die humorale Immunantwort. Was ist denn das wieder? Die humorale Immunantwort, da kommen wir gleich dazu, und die eben der zellulären Abwehr. Das heißt eben Aktivierung von Phagozyten, von den sogenannten T-Helferzellen, eben auch, wie schon gesagt, den natürlichen Killerzellen, den Lymphozyten, Proliferationen und Umwandlung eben von Monozyten dann in die Makrophagen. Merke also, das humorale Immunsystem ist der Teil des Immunsystems, der nicht auf Zellen, also zelluläres Immunsystem bedeutet, sondern auf Plasmaproteinen basiert. Ja, meine Lieben, da haben wir jetzt wieder einiges gelernt und last but not least, am wichtigsten ist wohl die Fähigkeit von Vitamin D3, verschiedene Immunzellen, also Neutrophile, Monozyten, natürliche Killerzellen und die Epithelzellen der Atemwege, die in direktem Kontakt mit der eingeatmeten Luft stehen, zu massiv vermehrter Bildung von hochpotenten antimikrobiellen Peptiden zu stimulieren. Ja, und jetzt kommt der wichtige Satz. Diese Peptide können wie ein körpereigenes Antibiotikum eben die Lunge vor Infektionen mit Bakterien und Viren schützen. Das ist doch einiges. Und da könnte man schon sagen, gut, da probiere ich zumindest einmal Vitamin D3 aus. Ich halt
zumindest. Ja, auch hier merke, antimikrobielle Peptide sind Eiweiße aus maximal 100 Aminosäuren. Antimikrobielle Peptide werden von Prokaryoten und Eukaryoten produziert. Sie dienen unter anderem der Bekämpfung von Nahrungskonkurrenten, potenziellen Pathogenen oder eben auch beim Menschen der Regulation des körpereigenen Mikrobioms. Ja, in der Quintessenz, meine lieben Zuseher, ist Vitamin D das effektivste Mittel in der Prävention und auch in der Therapie der Corona-Infektion. So scheint es auf jeden Fall. Ja, wenn es in der richtigen Dosierung auf jeden Fall eingenommen wird. So der Facharzt Dr. Wolfram Karsten. Kommen wir noch zur Dosierung, die ich auch nehmen würde, also würde es ich machen. Erwachsene jeder Altersgruppe nehmen präventiv jetzt mal 40.000 internationale Einheiten am Tag. Das ist eben hochdosiert. Und im Falle erster Symptome 80.000 internationale Einheiten pro Tag über 14 Tage, abhängig natürlich vom Verlauf auch länger. Danach eben wieder weiter mit 40.000 internationalen Einheiten, wenn da, bis das Ganze wieder abgeklungen ist. So mache ich es, so würde ich es machen. Also diese Angaben beziehe ich nur auf mich. Was du damit machst, ist ganz und gar deine eigene Sache. Ja, und für Menschen, die folgende Symptome, Krankheiten haben, können folgende Kontraindikationen auftreten. Das erzähle ich jetzt quasi auch wieder mir selber. Lieber Gio, Kontraindikationen bei bösartigen Tumoren, besonders wenn eben schon Knochenmetastasen vorliegen, vererbte Kalziumausscheidungsstörung, Überfunktion der Nebenschilddrüse, Überfunktion der Schilddrüse, chronische Nierenversagen, eben auch bei Dialysepatienten, bei Akromegalie, das ist ein Überschuss an Wachstumshormonen, also hier können, lieber Geo, Kontraindikationen auftreten. Da ist es natürlich wichtig, wenn man das nicht genau weiß, das abklären zu lassen. So, meine Lieben, das war es dann auch wieder mit Vitamin D3. Für mich Grund genug, wieder einmal eine Hochdosiertherapie zu starten, was ich ja schon vor einer Woche begonnen habe. Und nicht zu vergessen, Vitamin K2 und Magnesium dazu nehmen. Alles Liebe in dem Sinne, Daumen hoch, so viel ihr habt, und schaut auf meine Homepage bewusstgesundgeosixtlebensmut.at. Wenn du willst, findest du auch hier die notwendigen Empfehlungen bezüglich dieses Videos. In dem Sinne, alles Liebe, ich freue mich auf euch. Bleibt gesund, wenn ihr es noch nicht seid, dann werdet es auf jeden Fall. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video. Euer Gio, Baba, ciao, tschüss und Servus.